Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordnete! Jeder politisch Denkende und besonders jeder politisch Handelnde und in politisch Verantwortung stehende Mensch muss sich bewusst sein, was er mit Worten, mit Wertungen, mit Handlungen und Entscheidungen tut, dass andere Menschen ihm zuhören, verstehen, Schlüsse ziehen, sich entscheiden, selbst handeln und Entscheidungen treffen oder aber eben das alles nicht tun. Anträge, die wir als Abgeordnete, als Fraktionen in den Landtag einbringen, sind solche Worte, enthalten Wertungen und fordern zu Entscheidungen auf, die das Zusammenleben, die Entwicklung in unserem Land positiv beeinflussen sollen. Im vorliegenden Antrag fordern die Bündnisgrünen, dass in Mecklenburg-Vorpommern die rote Linie bei Abschiebungen nicht überschritten werden soll. Mit dem Wort Abschiebung wird leicht darauf abgestellt, dass dieser Antrag etwas mit der Flüchtlingssituation zu tun haben muss. Ein Thema, das in dieser Zeit bald jeden Menschen interessiert, berührt, betrifft und beschäftigt, gleich, ob professionell in der täglichen Arbeit oder im Ehrenamt. Wenn das Wort des Jahres 2015 Flüchtling ist, so kann es 2016 vielleicht das Wort Abschiebung werden. Ihr Antrag leistet gerade einen Beitrag dazu. Was soll diese Symbolik der roten Linie? Wenn bei einer Maschine, einem Motor, die Anzeige im roten Bereich leuchtet, wird Gefahr signalisiert. Was ist das nun für eine gefährliche Sache mit der Abschiebung in unserem Land? Wie gefährlich sind die Behörden in Mecklenburg-Vorpommern, zu denen wir feststellen sollen, dass sie die Rechte von Kindern und deren vorrangiges Schutzbedürfnis landesweit missachten, dass sie immer wieder Familien trennen und scheinbar willkürlich Abschiebungen vornehmen? Meine Damen und Herren, wir weisen solche pauschal geäußerten Feststellungen entschieden zurück. Auf dem Boden unseres Grundgesetzes sind in Deutschland und damit in Mecklenburg-Vorpommern gerade die Familien und die Kinder besonders geschützt. Viele weitere nationale und internationale Gesetze und Festlegungen, wie zum Beispiel die UN-Kinderrechtskonvention und die Europäische Menschenrechtskonvention, werden in Mecklenburg-Vorpommern umgesetzt. Das gilt selbstverständlich auch für die Familien und Kinder der Flüchtlinge und Asylbewerber, die sich gegenwärtig in großer Zahl bei uns aufhalten. Selbst nach Zugang eines ablehnenden Asylbescheides sind die betroffenen Menschen nicht rechtlos geworden. Niemand behauptet, dass es ohne Probleme abläuft, wenn Menschen, die oft auf beschwerlichen und gefährlichen Wegen zu uns nach Deutschland gekommen sind, Asyl begehren und entsprechend der Gesetzeslage dieses Begehren aber abgelehnt wird. Ich bin aber auch der Meinung, dass wir verantwortlich dafür sorgen müssen, dass mit Ruhe und Besonnenheit Probleme gelöst werden. Das ist in erster Linie dann möglich, wenn Daten und Fakten bekannt sind. Alle Fraktionen sind im Innen- und im Sozialausschuss vertreten. Auch die Abgeordneten der Bündnisgrünen werden hier durch die Ministerien regelmäßig zu aktuellen Situationen der Flüchtlinge unterrichtet und haben die Möglichkeit nachzufragen. Davon wird rege Gebrauch gemacht. Schwerpunkt der Unterrichtung im Innenausschuss am 10. Dezember 2015 war das Thema Abschiebung. Am 16. Dezember stellten dann die Abgeordneten Herr Saalfeld und Frau Gajek die schon benannte Kleine Anfrage zur, ich zitiere, Abschiebepraxis der Landesregierung. Und heute dieser Antrag. Die Antwort auf die Kleine Anfrage liegt seit gestern als Drucksache vor und beeindruckend wurde schon in vielen Beiträgen dazu Stellung genommen. Mir ist es wichtig, sachlich über die Abschiebung zu informieren. Flüchtlinge, die in Deutschland Asyl beantragen möchten, stellen einen entsprechenden Antrag und erhalten eine Aufenthaltsgestattung. Gleichzeitig wird geprüft, ob ein anderer Staat
in dem der Flüchtling vorher war, für ein Asylverfahren zuständig ist. Sollte das zutreffen, erfolgt auf Grundlage der Dublin-Verordnung eine Abschiebung in dieses Land. Dazu muss von der Behörde ein Antrag auf Rücknahme gestellt werden. Nach Zustimmung zu dieser Rücknahme erfolgt dann die Abschiebung. Ist die Abschiebung innerhalb einer festgelegten Frist aber nicht erfolgreich, wird das Asylverfahren letztlich in Deutschland durchgeführt. Wenn Deutschland zuständig ist, erfolgt eine Anhörung und dann eine Entscheidung. Dabei hat eine Anerkennung eine Aufenthaltserlaubnis zur Folge. Bei einer Ablehnung ergeht ein Bescheid, in dem die betreffende Person innerhalb einer festgesetzten Frist zur Ausreise aufgefordert wird und die Abschiebung angekündigt wird, wenn keine freiwillige Ausreise erfolgt. Zuständig für Abschiebungen in unserem Land ist das Landesamt für Innere Verwaltung. Mitverantwortlich für den konkreten Vorgang der Abschiebung vor Ort ist die kommunale Ausländerbehörde in den Landkreisen und kreisfreien Städten, oft in Zusammenarbeit mit den Beamtinnen und Beamten der Polizei. Je nachdem, mit welcher Begründung ein Asylbegehren abgelehnt wird, ist der Antrag zum Beispiel offensichtlich unbegründet, wenn es sich um einen Antragsteller aus sicheren Herkunftsstaaten handelt. Diese haben dann ab dem Zeitpunkt der Bekanntgabe des Bescheides eine Woche Zeit, freiwillig auszureisen. In anderen Fällen haben die Betroffenen einen Monat dafür Zeit. Immer kann Rechtsmittel eingelegt werden, um die Entscheidung nochmals prüfen zu lassen. Während dieser Zeit leben die Menschen mit einer Duldung bei uns. Von der zuständigen Sachgebietsleiterin und einem Mitarbeiter in der Ausländerbehörde in meinem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte war auf Nachfrage zu erfahren, dass die ablehnende Asylentscheidung, die der Antragsteller erhält, auch der Behörde zugestellt wird. Die Ausländerbehörde bietet dann Beratung und Unterstützung und überprüft die mögliche freiwillige Ausreise. Erfolgt diese nicht, wird das Landesamt für Innere Verwaltung informiert und eine Abschiebung kann durchgeführt werden. Die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter des Landkreises sind bei der Abschiebung dabei. Der anschließende Transport erfolgt durch die Polizei. Die Sachgebietsleiterin bestätigte ein sensibles Vorgehen in jeder Situation. Wären, das ist dort noch nicht vorgekommen, Schulkinder betroffen, so müsste sie genauso handeln, wie der Innenminister es dargestellt hat. Sie müsste die Schulleitung und das Lehrerpersonal informieren, um behutsam handeln zu können. Durch die Ausländerbehörde wird zum Beispiel auch geprüft, wer wegen Krankheit nicht abgeschoben werden kann. Dieses Problem oder diese Personen erhalten dann eine zeitweise Duldung, die auch Familienangehörige betreffen kann. Gegenwärtig sind in meinem Landkreis ca. 150 Personen jeden Monat davon betroffen. An dieser Stelle wünscht sich die Mitarbeiterin zum Beispiel vor Ort sichere Standards für ärztliche Zeugnisse der Gesundheitsämter und der Amtsärzte. Bei Abschiebungen werden zum Beispiel Einzel- und Chartermaßnahmen unterschieden. Während bei einer Einzelabschiebung nur ein oder wenige Personen betroffen sind, werden für Chartermaßnahmen landesweit Menschen zu einer bestimmten Abflugszeit, zum Beispiel zum Flughafen nach Berlin oder Hamburg, gebracht. Die Abflugszeiten werden vom Landesamt für Innere Verwaltung der Ausländerbehörde vor Ort mitgeteilt und bedingen oft eine sehr zeitige Abfahrt. Im Gespräch mit der Leiterin der Gemeinschaftsunterkunft in Friedland, in der zurzeit 113 von 120 möglichen Geflüchteten leben, war zu erfahren, dass dort mit den Einwohnern Gespräche über Folgen der Beachtung oder auch der Nichtbeachtung von zugestellten Bescheiden geführt werden. Wenn hier ablehnende Asylentscheidungen eintreffen und die Betroffenen Fragen haben, stehen die Mitarbeiterinnen zur Verfügung. Letztlich verweisen diese nochmals auf die Ausländerbehörde, die Beratung anbieten kann. Zu verzeichnen ist von der Einrichtungsleiterin aber auch, dass aus ihrer Sicht die meisten mit einem ablehnenden Bescheid nicht der Ausreisepflicht nachkommen und dies freiwillig tun. Sie nehmen den Bescheid nicht ernst, wollen bleiben und sitzen es aus, sagt sie, trotz bekannter Folgen. Sie warten auf die Abschiebung, die dann angemeldet erfolgt.
In Friedland werden durch dieses Verhalten Plätze in der Unterkunft blockiert, die dringend für neue Flüchtlinge benötigt werden. Festgestellt wird auch, dass nur in wenigen Fällen der Rechtsweg beschritten wird. Das Geld für eine Klage gegen die Entscheidung haben die wenigsten. Der Zeitraum bis zu einem Abschiebungsdatum hat in einzelnen Fällen aber auch schon mehrere Monate gedauert. Bei allen bisher stattgefundenen Abschiebungen, die auch nachts erfolgten, kann sie nur von einer sehr sensiblen Vorgehensweise der zuständigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Beamten und Beamtinnen berichten. In unserem Land wird also in diesem Zusammenhang deutschem und europäischem Recht Rechnung getragen. Immer wird es Personen, die geflüchtet sind, geben, mit manchmal auch nur zeitweise zutreffenden, besonderen Lebenssituationen, bei denen Personen oder geschlechtsspezifische Gründe zutreffen, für die es besondere Regelungen und Maßnahmen geben muss und gibt. Das trifft zum Beispiel minderjährige Kinder, Kranke oder Schwangere. Um bestehende Grundlagen für die Wahrung dieser besonderen Schutzwürdigkeit und spezieller Interessen immer besser ausgestalten zu können, möchte ich hier die geschlechterspezifische Datenerhebung anregen. Das kann zukünftig für zutreffende Entscheidungen wesentliche Erkenntnisse liefern. Regelungen, die es aktuell für diesen Personenkreis gibt, werden auch umgesetzt. So, der Innenminister hat es schon gesagt, werden Schwangere während der Mutterschutzfrist nicht abgeschoben. Und der erst im Sommer letzten Jahres wieder eingeführte Möglichkeit, nächtliche Abschiebungen durchzuführen, kann durch eine freiwillige Ausreise durchaus begegnet werden. Weitere Ausführungen dazu sind in der Antwort zur bereits erwähnten Kleinen Anfrage zu finden. Das trifft auch für die Programme zu, mit denen freiwillige Ausreisen unterstützt werden, an denen sich Mecklenburg-Vorpommern wie alle anderen Bundesländer beteiligt. Letztlich noch eine Bemerkung zur Forderung unter Punkt B zum jetzigen Zeitpunkt. Sollte auch realistisch an die Lösung von Problemen herangegangen werden. Wenn Dolmetscher vor Ort gerade überall gebraucht werden, dann sind sie, wenn es möglich ist, so versicherte mir die Einrichtungsleiterin, auch bei Abschiebungen da. Aber ob die Forderung schnell und flächendeckend so erreicht werden kann, wie Sie sich das vorstellen, das wage ich zu bezweifeln. Ich finde es toll, wie sich auch Abgeordnete unseres Parlaments für geflüchtete Menschen in unserem Land einsetzen. Gerade persönlicher, zutiefst menschlicher Einsatz hat in Einzelfällen schon Lösungen herbeigeführt. Dafür Dankeschön. Ich lehne es aber ab, dass problematische Einzelschicksale, von denen Sie erfahren, pauschal verallgemeinert und in der Situation vor Ort damit nicht überall gerecht werden. Wir lehnen Ihren Antrag ab. Denn ich habe viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort getroffen, die unter angespannten Bedingungen ihre Arbeit in Behörden, Einrichtungen oder bei der Betreuung vor Ort auf gesetzlicher Grundlage mit Engagement, Verantwortung und Hingabe leisten. Sie vertrauen darauf, dass wir Verantwortung für das ganze Land tragen. Es wird tatsächlich nicht möglich sein, alle Menschen, die zu uns kommen wollen, aufzunehmen. Wir werden denen Schutz, Hilfe und Unterstützung gewähren, die es besonders brauchen, die aus den Krisengebieten der Welt zu uns kommen, vor Krieg, Verfolgung, Hunger und Not fliehen. Denen werden wir Heimat auf Zeit sein oder eine völlig neue, dauerhafte Lebensperspektive bei uns geben. Wir wollen voneinander lernen, die Ursachen für die Flucht begreifen und die Werte, auf die wir stolz sind, unseren neuen Nachbarn vermitteln. Wir werden damit gemeinsam mit anderen Ländern unsere völkerrechtliche Verantwortung erfüllen, das ohne Populismus und mit dem politischen Ziel, dass unsere Gesellschaft beisammen bleibt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.